dir gut? Ich wollte mich von Gabriel nur verabschieden. Das ist etwas eskaliert zu einer besonderen Art voller Sex, wie ich ihn noch nie in meinem Leben vorher hatte. Emily, gut gemacht! Nein, Mindy! Ach so. Gabriel will also nun in Paris bleiben. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich möchte ihr mein Verhalten erklären. Je mehr du sagst, desto schlimmer klingt es. Umso dringender ist die Angelegenheit. Das klang ja verzweifelt. Solche Zweifel hatte ich früher nie. Und seit ich in Paris bin, ist mein Leben ein Chaos. Und dramatisch und kompliziert. Tja, Emily, Sie werden mit jedem Tag französischer. Es ist nie leicht, über Gefühle zu reden, aber Schuldgefühle gibt's hier nicht. Dieses ganze Chaos geht mir auf die Nerven. Ich kann mich nicht in ein Mädchen verwandeln, dem das egal ist. Du musst entscheiden, was du willst. Und du musst nicht die halbe Welt glücklich machen. Sie können den Rest ihres Lebens so langweilig sein, wie sie wollen. Aber solange sie hier sind, verlieben sie sich. Machen sie Fehler. Wenn sie nur ein Jahr in Paris sind, dann lassen sie es verdammt nochmal krachen.